Wenn ich zurückdenke an die Zeit, wie ich Louis Amblatz kennengelernt habe, so muss ich zunächst einmal feststellen, dass bereits über ein halbes Jahrhundert seit damals ins Land gezogen ist. Es war im Jahre 1957 am Bartel-Maas-Tag, das ist am Ritten, ein großer Markt- und Almabtrieb am 24. August jeden Jahres. Damals habe ich Louis Amblatz mit weiteren Freunden aus Gries und aus Rentsch im Gasthof Bemmern kennengelernt. Wir saßen damals auf Tischen auf der Wiese vor dem Gasthof Bemmern, die Musik hat gespielt und wir waren recht lustig, haben ein bisschen getankt und Heimatlieder gesungen und natürlich, wie es sich so gehört bei solchen Anlässen, auch zünftig politisiert. Und da habe ich gemerkt, dass der Louis da so ziemlich in Rage gekommen ist und dass er uns einiges zu erzählen wusste. Ich war damals Oberschüler in Meran und gerade daheim in Ferien. Und ich habe wirklich mit großem Interesse ihm zugehört. Vor allem aber auch habe ich die interessanten Lieder, die er dann gesungen hat, das Südtiroler Trutzlied oder Kamerad reicht mir die Hände, Lieder, die ich vorher nie gehört hatte, so recht zackige Lieder, muss ich sagen, angehört und er hat mir auch dann die Texte aufgeschrieben. Wir sind dann auch von Bemmern hinaus marschiert auf die Damm, immer Lieder singend und wir haben uns dann sporadisch öfters gesehen. Seine Frau war immerhin eine Rittnerin aus Oberinn. Er ist dann auch später manchmal mit seiner Vespa über den alten Karrenweg auf den Ritten heraufgefahren, zweimal auch mit dem Sepp Kerschbaumer als Sozius auf seinem Rücksitz. Und wir haben natürlich politisiert und gewisse Dinge dann auch später organisiert. Aber zunächst einmal kam ein sehr wichtiges Datum, nämlich der 27. November 1957. Das war die große Kundgebung des Südtiroler Volkes auf Schloss Sigmundskron. Und damals war ich mit meiner ganzen Meraner Matura-Klasse ohne Ausnahme mit einem großen Spruchband, das wir in der Nacht vorher selber konstruiert hatten, aus zwei Leintuchfetzen, die wir aneinander genäht haben, mit der Aufschrift Tirol, den Tirolern, weniger Worte, mehr Taten. Ja, mit dem sind wir aufmarschiert. Und ich hatte natürlich mich auch mit dem Louis Amblatz besprochen und mit Sepp Kerschbaumer und verschiedenen Freunden aus Gries und aus Bozen. Und ich hatte damals vom Louis Amblatz, ich kann mich noch erinnern, auch einen Hinweis bekommen. Wir würden ein Zeichen bekommen, wenn es heißt, nach Bozen hinein zu marschieren. Denn der damals so in den Anfängen seiner Organisation begriffene BAS, Befreiungshaus zu Südtirol, diese kleine erste Gruppe um Kerschbaumer und Amblatz und Jörg Bircher, die haben die Absicht gehabt, natürlich sich nicht nach Sigmundskron irgendwie verbannen zu lassen mit der Kundgebung, sondern diese Kundgebung dann auch in die Stadt hinein zu verpflanzen, das heißt nach Bozen zu marschieren. Magnaro in seiner Rhetorik, in seiner Blenden hat das zu verhindern gewusst, aber immerhin, der Magnaro war schon etwas aufgeregt. Ich war mit meiner Kollegengruppe ganz in der Nähe des Rednerpultes mit unserem mächtigen Spruchband. Auf vielen Fotos der damaligen Zeit sieht man das auch sehr deutlich. Und ich wusste genau, wo der Amblatz steht, nämlich links vom Weißen Turm oben, wo die Schlossmauer den Turm berührt. Da oben ist er gestanden mit der Sarnertracht und hat gewaltige Brocken skandiert. Das heißt, er hat immer dazwischen gerufen, wenn Magnaro gesagt hat, wir fordern ein Los von Trient, das war legitim, ein Los von Rom wäre damals ja laut Codice Rocco ein Anschlag auf die Einheit des Staates gewesen, das hätte dem Magnaro und auch der Südtiroler Volkspartei den Kragen gekostet, aber der Amblatz hat immer dazwischen gerufen, Los von Rom und noch vieles andere mehr. Und hat auch einen ziemlichen Applaus jedes Mal dafür bekommen. Kurzum, das war das Kennenlernen. Übrigens war das Hissen einer Tiroler Fahne verboten,
aber am zweiten Fenster des Weißen Turms hat am Platz eine große weiß-rote Fahne ausgerollt und eine auf einem Stahlseil zwischen dem Weißen Turm und dem obersten Teil des Schlosses Sigmundskron gespannten Stahlseil hat eine riesige weiß-rote Fahne auch gehisst. Er war überhaupt Spezialist, zusammen mit Sepp Kerschbaumer im Fahnenhissen. Sie waren immer wieder in der Zeitung und immer wieder in Strafe, weil sie da und dort auf einem Kirchturm, auf einem Hochspannungsmasten oder irgendwo eine weiß-rote Fahne gehisst haben. Wenn man sich vorstellt, das allein war schon ahndbar und wurde mit 6 Monaten mindestens Gefängnis bestraft. Unvorstellbar für uns heutige und unserem Demokratieverständnis. Ja, in der Zeit nachher ist der Louis-Ahn-Platz einige Male natürlich auch bei mir daheim, wenn ich in den Ferien war, aufgetaucht. Wir haben uns in unserer Stube getroffen. Wie gesagt, 2-mal war auch der Sepp Kerschbaumer dabei und er hat uns Fahnen gebracht. Und wir haben dann auch Fahnen gehisst und hatten unsere Freude daran, wie man mit diesen Fahnen dann umgegangen ist. Beispielsweise im Jahre 1960 kann ich mich gut erinnern, am Fronleichnamstag haben wir eine Fahne am Prozessionsweg zwischen Lengmoos und Klobenstein auf der sogenannten Fanpromenade auf einen hohen Lerch hinauf gebracht und eben dort gehisst. Und während des Prozessionszuges waren die Karabiniere dabei, diese Fahne herabzunehmen. Es ist ihnen fast nicht gelungen, aber wie die Prozession dann wiederum von Klobenstein nach Lengmoos gezogen ist, war die Fahne weg. Wir haben dann darüber nachgedacht, ja, natürlich, die Fahne war verlustig gegangen, darüber nachgedacht und haben dann am Herz-Jesus-Sonntag wieder eine Fahne gehisst, aber da haben wir dann einen Lerch genommen, und haben so die ersten 10 Meter hinauf alle Äste beim Heruntergehen eingesägt. Und das war dann wirklich ein Schauspiel, denn während der ganzen Nachmittagsprozession in diesem Fall, am Herz-Jesus-Sonntag, waren da 3 Karabiniere beschäftigt, Ast für Ast hinaufzuklettern. Immer wieder ist ein Ast gebrochen. Und erst am nächsten Tag mit Hilfe eines italienischen Burschen vom Dorf und zweier Holzarbeiter war es ihnen dann gelungen, die Fahne einzuholen. Am Platz hat uns dafür sehr gelobt. Die Zeitungen haben auch kurz darüber geschrieben. Ich wurde natürlich verhört, aber ich war unschuldig, wie auch meine Kollegen. Man konnte uns nichts nachweisen. Und wir hatten auch vom Louis-Ahn-Platz entsprechende Weisungen bekommen, wie man sich bei solchen Verhören reichlich dumm verhalten kann. Und ähnliches mehr. Dann wurde es schon etwas ernster, denn gegen Ende des Jahres 60 ist er dann schon gekommen und hat auch eine kleine Zelle sozusagen in meinem Dorf gebildet. Wir waren zu 5. Und dann ist er gekommen mit etwa 50 Kilo, mit 2 Jutesäcken voll Donneritwürsten, mit Zinsschnüren und mit sogenannten Knallzinsschnüren und die Sprengkapseln. Und dann hatten wir eine Unterweisung, wie man damit umzugehen hat. Und ich weiß, es war so eine Art Kaufhausuhr, aufgrund der, wenn man sie richtig einstellt, das Licht abends angeht und in der Früh wieder ausgeht und sowas ähnliches. Und da haben wir anhand von Batterien hat er uns nachgewiesen, wie das funktioniert und hat eben auch gesagt, wir sollten aufpassen, weil es ist kein Spaß. Und so haben wir da auch mit Hilfe eines Buches, das er uns überreicht hat, eine Anweisung, wie man mit Sprengstoff umgeht, eines Schweizer Buches, das scheinbar in der Schweiz die Soldaten als Handreichung bekommen haben, das hat er uns auch überreicht. Und erst viel später bin ich draufgekommen, dass sein Begleiter einen unheimlich gewinnender Schneidiger Bursche. Viel, viel später bin ich erst drauf gekommen. In Wien hat er mir das dann ein paar Jahre später gesagt, war der Kurt Welser, der eine ganz bedeutende Rolle gespielt hat im Widerstand der damaligen Zeit. Ja, es würde zu weit führen, wenn ich jetzt noch ausführen würde, warum wir dann diese Sprengmittel nicht selber gebraucht haben. Wir haben sie. Eines Tages habe ich Order bekommen, sie
nach Steg hinunterbringen zu lassen und unten sind sie dann abgeholt worden. Wir hatten einen Burschen in unserer Runde, der war uns nicht mehr geheuer. Der wurde einige Male von den Carabinieris eingeholt und befragt und der war ein armer Teufel und wir wussten, er wäre möglicherweise anfällig, wenn man ihm 10.000 Lire unter die Nase hält. Und das war der Grund, weshalb wir unsere Zelle praktisch ausgeglichen haben. Das war sicherlich auch ein Glücksfall für mich. Und einmal, kann ich mich erinnern, waren wir in Bozen in der Bindergasse beim Nussbaum im ersten Stock in der Stube. Etwa 15 Leute hat der Luis zusammengetrommelt mit dem Kerschbaumer zusammen. Und da ist ein Herr aufgetaucht, der hat Hochdeutsch geredet und hat uns gesagt, wir wären tapfere Burschen und es gelte jetzt für die Heimat unter Umständen auch das Leben zu lassen. Und der müsste jetzt alle unsere Namen, unsere Adressen einsammeln, weil wenn der Kampf vorbei ist, muss man ja in Innsbruck wissen, wen man in Südtirol zu ehren hat und so weiter und so fort. Mir hat das gar nicht gefallen. Ich habe im Namen meiner 4 Begleiter gesagt, ich glaube, ich bin da in einer falschen Runde gelandet, denn wir hissen Fahnen, wir verteilen Flugblätter, aber mehr kommt bei uns nicht in Frage. Und das war auch ein Glücksfall, dass ich diesen Instinkt hatte. Und plötzlich hat der dann gesagt, um natürlich zu wirken, wir müssten jetzt sofort hier verschwinden und uns in einer halben Stunde drüben in der Museumstraße in Koflerbuschen im ersten Stock im Stübele wieder treffen. Das haben wir auch getan. Dort habe ich natürlich das Gleiche wiederholt. Am Weg dorthin habe ich dem Luis am Platz gesagt, dass ich da ein schlechtes Gefühl habe. Der Luis hat gesagt, Deichsel, du kannst unter Umständen recht haben. Wir haben dort demonstrativ die Stube verlassen, Gott sei Dank. Und später wiederum hat sich herausgestellt, dass dieser Herr ein bereits damals im Solde des italienischen Geheimdienstes stehender Mann war, ein gewisser Enkelmann, der im Saarental und wahrscheinlich viel Negatives bewirkt hat, dessen wegen einige Leute völlig, aber völlig unschuldig in die Gefängnisse geraten sind. Ja, und dann möchte ich einen Sprung machen nach Wien. Ich habe dann in Wien studiert und wie ich dann im Jahre 1964 im Frühjahr gelesen habe, dass Luis Amplatz sowohl als auch Jörg Klotz nach Wien konfiniert worden sind, habe ich mit Wiener Freunden mich gleich darum gekümmert, wie man ihnen helfen könnte. Meine Wiener Freunde, das waren damals der Dr. Hofner, ein junger Anwalt, späterer Justizminister Österreichs, dann der Franz Buchsbaum, der war der Betriebsratsobmann der Wiener Allianz und dann der Sekretär oder Geschäftsführer des Bergiselbundes, ein Herr Urban, und vielleicht noch 2, 3 unter Umständen auch der Presse nahestehende, wie beispielsweise der Herr Dichand von der Kronenzeitung, hatten einen wunderbaren, ernsthaften Kreis beieinander, der sich auch ganz deutlich von allen rechtsdümelnden Gruppierungen, die damals auch in Wien schwadronierten, abgeschottet haben und wirklich Hilfe aus erster Hand auch für die Häftlingsfamilien in Südtirol aufgebracht haben. Einige Male war damals der Hans Dietl Abgeordneter draußen oder der Landtagsabgeordnete Wallmüller, um Hilfsgelder in Empfang zu nehmen, die dann in Bozen, wie ich mir habe sagen lassen, von Frau Miedl-Söllner in sehr gerechter Weise und von Frau Gretel Koch verteilt worden sind. Also es war wirklich ein sehr wichtiger und bedeutender Freundeskreis. Und der hat sich jetzt wiederum bemüht, damit wir Luis Amplatz, der im April und auch Georg Klotz, der ebenfalls im April von Innsbruck nach Wien konfiniert worden war, in Freiheit bekämen. Warum ist der Amplatz nach Wien gekommen? Weil er über Organisation und Hinweisen der Gebrüder Kerbler, die dann später eine gewisse Rolle gespielt haben, dem Amplatz ein Interview in der großen italienischen Wochenzeitung Europeo verschafft haben.
und die gleichen Brüder Kerbler dem Klotz ein Interview im Europäo verschafft haben und dem Amplatz ein Interview im deutschen Wochenmagazin Der Spiegel. Und in diesen Artikeln drinnen, mit reichlich Fotomaterial gespickt, war eine Schulung der Aktivisten beschrieben auf bayerischen Raum mit Fotos und wie sie die Burschen mit ihren Windjacken und Kapuzen über den Kopf gezogen, mit Schnellfeuerwaffen sich durch die Wälder bewegen und dort eine Ausbildung, sozusagen eine Terroristenschule, besuchen würde. Das war alles an den Haaren herbeigezogen. Die Journalisten wurden geblufft, sie wurden einfach in Autos und später dann eine Stunde lang im Tiroler Oberland mit verbundenen Augen kreuz und quer geführt und irgendwo wurde ihnen das dann vorgespielt. Es war ein Bluff, aber ja, es hat gewirkt. Auch die internationalen Beziehungen zwischen Bayern, sagen wir mal Deutschland und Österreich-Tirol und dann Italien und die Marschen Italiens an die Bundesrepublik und dann Wien, es kam ein Durcheinander heraus mit diesen beiden gestellten Interviews, die ganz groß natürlich in den Zeitrahmen gestellt worden sind. Und es blieb nicht ohne Folgen, beide wurden sie nach Wien konfiniert, sozusagen schubhaft nach Wien gekommen. Und jetzt waren die Wiener Freunde es, die mir gesagt haben, jetzt bräuchte es einen Spitzenanwalt. Und in Wien gab es damals einen Spitzenanwalt, per excellence, das war der Dr. Michael Stern, ein Staranwalt, der wirklich weit über Österreich hinaus bekannt war. Und da hat mir dann der Dr. Hofner und der Franz Buchsbaum gesagt, es wäre ganz gut, wenn du als Südtiroler Student hingingest und ihn vielleicht bitten tätest, diese Verteidigung zu übernehmen. Denn der Stern kostet viel Geld, aber vielleicht ist er von der menschlichen Seite her ansprechbar. Das könntest du vielleicht als Student bewirken. Nun ja, ich bin in die Seilerstätte gegangen, habe herumspekuliert und habe mich dann hinaufgewagt in dieses gewaltige Imperium der Kanzlei Stern. Er hatte immerhin an die 50, 60 Mitarbeiter und habe tatsächlich einen Termin bekommen, wenige Tage später. Herr Dr. Michael Stern hat mich persönlich empfangen. Ich sehe ihn heute noch vor mir, knapp 70, hager, ein sorgenzerfurchtes Gesicht, aber vertrauenswürdig. Ich habe ihm fast eine Dreiviertelstunde lang erzählt von Louis Amplatz und von Klotz und von den Bewegungen der Freiheit in Südtirol, habe ihm auch das Buch oder die Broschüre überreicht, Europa, Schändung der Menschenwürde, wo die ganzen Häftlinge ihre Folterleiden aufgelistet und erzählt hatten und das kurz vorher vom Mondseer Arbeitskreis herausgegeben worden war. Er hat sich wirklich darin vertieft, er hat es auf Seite gelegt, bin überzeugt, dass er es dann auch voll gelesen haben wird und hat mir schlussendlich gesagt, ja, ich mache das. Er hat es dann gemacht und hat tatsächlich den Amplatz und den Klotz innerhalb kürzester Zeit wieder frei bekommen, aber mit Auflagen. Die Auflagen waren natürlich erheblich. Erstens mal mussten sie sich jeden Tag melden. Und zweitens hat man dem Stern gesagt, er sollte sich bemühen, dass die beiden auch Beziehungen mit Südtiroler Landsleuten hätten, weil in Wien die Gefahr der Rechtskreise sehr stark sei, die insbesondere den Jörg Klotz umgarnen und ihn immer tiefer in einen Ruf bringen könnten, der Südtirol insgesamt schadet. Das heißt Abgrenzung von den Rechtsnationalen und da hat mich dann auch der Herr Rechtsanwalt Stern darüber aufgeklärt. Er hat mich rufen lassen und hat gesagt, am 4. Mai kommt der Amplatz heraus und beim Klotz war es ein bisschen später, das war ein Monat später, ist der Klotz herausgekommen, aber sie mussten in Wien konfiniert bleiben, sie mussten sich melden, sie sollten eine Arbeit haben. Im Gegenteil, sie müssen eine Arbeit finden
Und da habe ich auch helfen können. Einerseits den Louis-Saint-Platz habe ich gleich untergebracht bei einer Studienkollegin. Sie war Tochter eines heurigen Betriebes in Döbling und eines großen Gastbetriebes in der Landstraße Hauptstraße, dem Gasthof zum Guten Hirten mit Kellerei und Kaffee und so weiter, alles dort angeschlossen. Da hat der Louis anfangen können zu arbeiten, im Keller ein bisschen, aber hauptsächlich auf den Weingütern. Für Jörg Klotz habe ich auch was gefunden über einen alten Herrn einer CV-Verbindung in Wien, der ein Hotel besessen hat, und Jörg hat gesagt, das würde ihn schon passen, dort Portier machen. Aber es war natürlich nicht unbedingt der Portier, sondern es war ein Hausdienerposten. Das hat den Jörg natürlich nach 3 Tagen wieder dazu verleitet, diese Arbeit aufzugeben. Dann hat er auch noch eine Arbeit als in einer Schmiede bekommen. Das hat ihm gar nicht behagt. Also das heißt, den Jörg unterzubringen, war schwieriger. Aber er war auch kränklich, muss ich sagen, hat mit dem Magen angefangen zu leiden. Und so ist der Jörg ein bisschen doch so mehr in Freiheit herum, jeden Tag ein bisschen herumgeschwirrt. Ich habe ihn dann fast jeden Tag nach meinem Mittagstisch, den ich in der Wiener Allianz über den Franz Buchsbaum hatte, mit einigen anderen Südtiroler Kollegen, genau vis-à-vis von der Staatsoper im Wiener Opernringhof, war der Hauptsitz der Wiener Allianz, habe ich in der Woche mindestens 2-3 Mal den Jörg getroffen nach dem Essen und bin mit ihm zum Smutnitz, zu einem Kaffee oder zu einem Glas Wein. Und habe ihn schon sehr betreut, aber mit den Arbeiten war es schon schwierig. Wir haben keine richtige Arbeit gefunden und deswegen war er auch immer ein bisschen gewissen Kreisen ausgesetzt. Wie es dann soweit war, dass meine Freunde gesagt haben, ja, jetzt werden wir mal müssen mit dem Dr. Stern verhandeln, was wir schuldig sind, denn er hat sie beide ja in Freiheit gebracht, bin ich wieder zum Dr. Stern hin und habe so recht vollmundig gesagt, Herr Doktor, vielen herzlichen Dank, das war großartig. Sie haben uns und vielen Menschen eine Freude bereitet und wir werden schauen auf unsere 2 Landsleute. Und der hat dann gesagt, ja, wie wollen Sie mich denn zahlen? Da habe ich gesagt, ich werde bei Freunden sammeln. Na Moment mal, hat er gesagt, also Sie fragen nach meiner Kostennote, aber Sie sammeln dann erst. Habe ich gesagt, ja, ich sage, mein Gott, sind Sie ehrlich, hat er gesagt, ich werde Ihnen eines sagen. Die Begeisterung, die Sie gezeigt haben für Ihre beiden Kameraden und die Begeisterung, die Ihre beiden Kameraden, die, mit denen ich ja gesprochen habe im Rahmen meines Mandats, kennengelernt haben, diesen Idealismus, der hat mich auch bestärkt. Und deswegen zahlen Sie nichts, hat er mir gesagt. Ich habe natürlich gestaunt, aber natürlich, Dr. Stern war als Jude ein gebranntes Kind, der wusste, was ein verfolgtes Volk alles durchzustehen hatte. Er wusste, was sein Volk wenige Jahrzehnte vorher durchzustehen hatte. Und ich glaube, dass er von diesem Leiden heraus viel besser auch unsere Sorgen und unser Leiden und das Leiden von Amplatz und Klotz verstanden hat. Auf jeden Fall vorbildlich. Dr. Stern hat gesagt, er kriegt nichts. Und deswegen ist er für mich Zeit seines Lebens ein großer und vorbildlicher Mann geblieben. Wir haben dann mit Klotz und mit Amplatz schöne Stunden in Wien natürlich auch verbracht. Mich hat auch der Direktor alsbald des österreichischen Sicherheitsamtes Dr. Peter Lunger zu sich gerufen und hat in Anwesenheit von 2 Geheimpolizisten, Louis Amplatz und Jörg Klotz nannten die Geheimpolizisten immer die Kieberer, so wie es die Wiener offensichtlich auch dazu sagen. Und der Dr. Peter Lunger hat mich dann gebeten, ich möchte nicht nur selbst mit Jörg und mit Louis viel Umgang pflegen, sondern ich möchte dafür sorgen, dass auch andere Südtiroler, Studenten oder Nichtstudenten, sich mit ihnen abgeben, damit sie immer wieder das gleiche Argument nicht in die Rechtskreise hineingeraten würden. Und
Und das habe ich natürlich schon sehr stark versucht und wir waren sehr viel beisammen und haben auch sehr schöne Stunden gemeinsam verbracht, so an Wochenenden herumgezogen, Wiener Waldwanderungen. Leider ist es dann so gekommen, dass im Jahre 64 dann meine Ferienzeit sich genähert hat und ich dann so gegen Mitte Juli heimgefahren bin. Das war ein trauriger Abschied. Wir waren im Urbani-Keller, Jörg und Luis, und haben ein paar Gläschen getrunken und dann haben wir uns anschließend verabschiedet. Und der Luis hatte Tränen in den Augen und keiner von uns ahnte, dass dies das letzte Mal war, dass wir uns gesehen hatten. Denn wie ich von meinen Ferien zurückgekommen bin, Mitte September, war Luis nicht mehr am Leben. Er war in der Nacht vom 6. auf den 7. September auf der Brunner Mahler in einer Heuhütte von einem gedungenen Mörder, dem Christian Kerbler, ermordet worden. Und Jörg Klotz wurde schwer verletzt, Streifschuss an der Oberlippe, Streifschuss in der Brust, und hat sich mit letzten Kräften und mit Hilfe einiger Passaierer, Bauern, Söhne, ins sichere nahe Österreich dann absetzen können. Später hat mir natürlich Jörg Klotz im Detail dieses ganze Desaster erzählt. Ja, das war dann im Spätherbst 64, dass ich dann wieder in Wien war und dass dann auch Jörg Klotz von seinen Kurzaufenthalt in den Krankenhäusern wieder in Wien konfiniert war und wir haben uns dann dort getroffen und haben natürlich weiterhin immer wieder über die Lage in Südtirol gesprochen und uns darüber Sorgen gemacht. Dazu möchte ich auch noch vermerken, dass unmittelbar nach der Freilassung von Jörg Klotz im Anfang Juni desselben Jahres, also 1964, ich mit meinen Wiener Freunden ein kleines Zusammentreffen beim heurigen Metzger Prellinger in Döbling in der Rudolfinergasse 7 organisiert habe. Der heurige war geschlossen, aber die junge Heurigenwirtin, meine Studienkollegin Hedi Metzger, hat uns dort das extra Stübele zur Verfügung gestellt und wir waren dort vollkommen abgesichert und abgeschottet und sicher und haben uns dort zu einer Besprechung getroffen, eben mit Luis und mit Jörg, der genannte Wiener Freundeskreis und ich. Und wir saßen dort noch nicht lange, der Jörg war auch noch nicht anwesend. Da hat draußen die Glocke am Hoftor geschellt und der Schäfer und Dino hat angeschlagen. Und da ist dann die Hedi hereingekommen und hat gesagt, draußen ist der Jörg mit zwei unbekannten Personen. Komm doch hinaus. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, wieso kommen da zwei unbekannte Personen? Warum nimmt er Leute mit? Wir haben da einen kleinen Kreis. Das war, da war sonst niemand eingeladen. Dann bin ich hinaus und dann hat der Jörg gesagt, da schaut, da sind jetzt zwei eigens aus Innsbruck gefahren, mich zu besuchen. Dann habe ich gedacht, ich nehme sie mit. Das ist der Christian und der Franz Kerbler, zwei Journalisten. Und dann habe ich mir gedacht, die erlaubt mir halt, sie mitzubringen. Dann habe ich gesagt, Moment, Jörg, warte einen Moment, ich komme gleich. Bin ich hineingegangen und habe drinnen zum Anplatz Luis gesagt und zum anwesenden Dr. Hofner und zum Franz Buchsbaum und zum Herrn Urban. Der Jörg ist jetzt gekommen, aber es sind zwei unbekannte Personen dabei. Er hat gesagt, er ist ein Kerbler. Au, 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 hat der Luis am Platz dann gesagt. Das sind die zwei. Die haben uns die Interviews mit dem Europäer, dem Jörg und mit dem Spiegel, mir, also dem Luis Amplatz, besorgt, haben eine Menge Geld dafür eingesteckt und wir haben gar nichts gesehen. Das sind zwei schräge Vögel. Dann habe ich gesagt, ja, soll man die einer lassen?
Ich möchte nicht, dass die mich, ich habe echt Schwierigkeiten, wenn ich heimfahre, habe ich als Student gesagt. Und natürlich, die anderen hatten ja halt auch was zu verlieren. Der Dr. Hofner als junger Anwalt und dann der Chef des Betriebsrates der Wiener Allianz, ich meine, das waren Persönlichkeiten. Ja, innerlassen schon, aber keiner sagt einen Namen und dann schauen, dass wir sie nach 20 Minuten wieder ab der Wimmeln. Gut, dann habe ich gesagt, dann machen wir das so. Dann bin ich hinaus und habe gesagt, bitte kommt herein. Die haben sich auch fein vorgestellt. Von den anderen hat sich niemand vorgestellt. Dann haben wir ihnen ein Glas Lauf geschenkt und nach 20 Minuten, die Zeit hat der Louis-Jean-Platz inzwischen überspielt, indem er als Schauspieler, der er ja auch war, einfach über das Wetter geredet hat und über die unguten Zeiten, über die Politik und anderes mehr. Und nachher so 20 Minuten habe ich gesagt, ja, wir werden leider zum Aufbruch, muss ich mahnen. Wir haben auch nicht mehr lang Zeit, haben noch was zu besprechen und ich bitte um Verständnis. Sie sind beide gegangen, anstandslos. Und das waren eben Christian und Franz Kerbler. Und wahrscheinlich nicht, dass es nicht einmal 2 Monate gedauert hat, bis zum Mord am Louis-Jean-Platz auf den Brunner Madern im Passaia. Ja, dann kam die Zeit des Sommers, ich bin heimgefahren und Jörg und Louis haben natürlich einen riesen Zorn gedankt und sind auch tief enttäuscht gewesen, dass mit dem Mailänder-Urteil, ich glaube, das ist am 16. Juli 1964 gesprochen worden, so ungeheuer drakonische Strafen ausgesprochen worden sind. Louis-Jean-Platz wurde zu 25 Jahren verurteilt, ohne dass man ihm, weiß Gott, was für Taten hätte nachweisen können. Und das hat natürlich dann schon auch die beiden bestärkt, wieder einmal einen Abstecher nach Südtirol zu machen und unten einmal wieder ein bisschen Rabauk zu machen. Und wie dies dann dazu gekommen ist, dass sie im August dann doch wieder unter der Führung und Vorbereitung der Kerbler-Brüder ins Passaia sind, ist mir heute noch ein Rätsel, aber der Jörg hat mir später dann erzählt, dass sie eigentlich unten nur die Quartiervorbereitung vorzunehmen gehabt hätten und dass man ihnen einfach vertraut hätte. In Wirklichkeit waren sie natürlich nicht nur Christian, sondern beide bereits im Dienste des italienischen Geheimdienstes CIFAR gestanden. Und dadurch ist es ja auch zu dieser Katastrophe dann gekommen, in der Nacht vom 6. auf den 7. September und zur Ermordung von Louis-Jean-Platz und zur schwersten Verletzung des Jörg Klotz, der sich dann noch mit letzter Kraft nach Österreich zurückziehen konnte. Die Beerdigung von Louis-Jean-Platz, da war ich selbst dabei, die war eine Riesenkundgebung eigentlich der Sympathie dafür, dass sich etwas bewegen musste, weil der Krug am Überlaufen war. Mangelnde Autonomiedurchführung, unwahrscheinliche weitere Überflutung mit Italienern aus dem Süden. Der Volkswohnbau, riesige Volkswohnbauten sind in Bozen entstanden für Südtiroler, war nichts drinnen. Und vieles andere mehr, die Autonomieregelungen wurden nicht durchgeführt. Wir waren praktisch eine reine Kolonie Italiens, wenn man das so in kurzen Worten auch fassen kann. Und das hat natürlich jetzt in zunehmendem Maße dazu geführt, dass sich eine Bewegung entwickelt hat. Das war der Befreiungsausschuss Südtirol, der BAS, in Zusammenarbeit zwischen Nord- und Südtirolern natürlich. Es wurden Waffen und es wurde Sprengstoff gesammelt, es wurde in Südtirol Lager angelegt, es wurden Zellen gegründet. Es wurde kurzum ein etwas vorbereitet, was die Weltöffentlichkeit auf das Unrecht, das den Südtirolern geschehen ist, aufmerksam machen sollte. Ja, und das ist dann auch gelungen.
in der Erzählsonacht im Jahre 1961. Aber bereits vorher, am 30. Jänner 1961, ist der Aluminium-Duce in Weitbruck unten in die Luft geflogen. Und das natürlich ist auch ein Kapitel wert, das man erzählen kann, zumindest so, wie ich es erlebt habe. Wir hatten an einem Sonntag, das war damals selten, an einem Sonntag, das war der 29. Jänner 1961, den Schützenball meiner Kompanie, Peter Mayer, Lenkmoos Klobenstein, in Klobenstein im Hotel Dolomiten, und da war auch der Leutnant der Gräsener Schützen Louis Abplatz mit einigen Kameraden der Gräsener Schützen anwesend. Wir haben unsere Bälle immer gegenseitig besucht. Ja, wir waren lustig und kreuzfidel, und so gegen halb zwei Uhr nachts ist der Kavalleriemarschall in Begleitung eines Brigadiers aufgetaucht und ist an der Theke gestanden. Und dann hat mir der Louis gesagt: Teufel, das geht gut, ich müsste auffallen, ich bräuchte für die heutige Nacht ein Alibi. Ich habe gesagt: Ja, keine Schwierigkeit, geh mal hin und geh mit, zahl noch einen Kaffee und das werden wir schon hinkriegen. Dann sind wir zur Theke hin, wir zwei, beide in Tracht natürlich, und ich habe gesagt: Buenos Aires, Herr Marschall, und er hat gesagt: Buenos Aires, scusi, possiamo offrirle un caffè, un qualche bevanda, un bicchiere di vino. Also dürfen wir Ihnen einen Kaffee oder ein Glas Wein spendieren, anbieten, wir haben heute so eine schöne Festlichkeit da. Dann hat er gesagt: Nein, danke schön, wir sind im Dienst, sehr rigoros. Dann hat der Louis gesagt: Na ja, aber einen Kaffee werden Sie wohl trinken. Nein, das reicht, ich sage nicht zweimal nein, nein, wir sind im Dienst, danke schön. Und dann habe ich gesagt: Herr Marschallo, auf Italienisch natürlich, Sie wissen gar nicht, wer der Herr da ist, das ist der Herr Louis Amplatz, der jeden Tag im Alto Adige drin steht, weil er immer Tiroler Fahnen ist. Das ist ziemlich ein aufgeweckter Typ. Ich habe Sie nicht gefragt, wer der Herr ist, hat der Marschallo da gesagt. Ja, dann habe ich aber geredet und dann habe ich gesagt: Aber lustig haben wir es halt trotzdem und schön ist es, und aus dieser Freude hätte man Ihnen allzu gern etwas offriert. Und der Herr Louis Amplatz, ich habe immer wieder den Namen Louis Amplatz gesagt. Ne? Daraufhin hat der Marschallo gesagt, er möchte doch bitten, dass wir ihn in Ruhe lassen. Daraufhin hat der Louis Amplatz gesagt: Ach, Sie glauben nicht, dass ich der Amplatz Louis bin. Hier, und hat ihm die Identitätskarte gezeigt. Sono veramente Louis Amplatz, si guardi. Und dann hat er gesagt: Ma senta, signore, signor Amplatz, mi lasci in pace. Io non le ho chiesto né un documento né il suo nome. Also, Herr Amplatz, lassen Sie mich endlich in Ruhe. Ich habe Sie weder nach dem Personalausweis noch nach Ihrem Namen gefragt. Dann waren wir schon zufrieden. Und dann haben wir uns entschuldigt und sind wieder auf unseren Platz gegangen. Der Louis Amplatz hatte ein Alibi. Das hat er auch gebraucht, denn die Gräsener Schützen sind, damals hat man kaum mit dem Auto rauffahren können, auf den Ritten, das war ein holpriger Weg, die sind mit der Bahn, mit der letzten am Abend gekommen und sind mit der ersten um 6 Uhr früh wieder nach Bozen gefahren, damals Bähnchen- und Zahnradbahn. Und dann hat der Louis, die letzten, die da waren, so um 2 Uhr früh, es war Aufbruch, und den Gräsenern zulieb ist noch ein größerer Tisch da geblieben, weil die mussten die Nacht verbringen. Hat der Louis gesagt: Ja, wenn es Geduld habt, erlebt es heute noch was. Naja, sag halt, was los ist. Hat er gesagt: Moment. Dann sind wir tatsächlich so um 3:45 auf die Terrasse des Hotel Dolomitens hinauf und haben oben, es war ziemlich kühl, herumgetrippelt, eine gute Viertelstunde gewartet. Und dann hat sich tatsächlich ein Geräusch durchs Eisacktal herunter entwickelt. Ein Explosionsgeräusch. Und dann hat der Louis Amplatz gesagt: Jetzt hat der Duce ausgeritten. Er wusste nämlich, was los ist. Er war nicht selber dabei. Wie wir dann später erfahren haben, das hat uns der Louis nicht an Ort und Stelle gesagt, dafür war er zu diskret. Später habe ich erfahren, dass das dann der Herr Clear und
der Herr Frank. Na, Moment. Es war der Clear und der Ding, der große Schneidige, der uns das Pulver, der uns die Donneritwürste, gebracht hat. Genau. Da. Innerhofen. Nein, der Innerhofen war im Hintergrund dabei, aber die zwei haben es. Der Welser. Der Ja, es war der Kurt Welser und der Heinrich Clear, natürlich mit einigen Begleitern im Hintergrund, aber sie zwei haben dieses Werk vollbracht und das hat natürlich dann einen riesen Rummel und ein riesiges Presseecho gegeben. Aber der Louis Amplatz hatte ein Alibi und daran hat man auch gemerkt, wie klug er war und wie gescheit er auch seine Theaterkenntnisse umzusetzen vermocht hat. Ja, dann was könnte man dann weitermachen? Welche Auswirkungen hatte diese Sprengung des Aluminium Duce im Gefühl der ganzen Bevölkerung? Ja, der Aluminium Duce, das war ja wirklich ein sehr gut gelungener Anschlag, auch weil niemand zu Schaden gekommen ist, ich meine keine Personen zu Schaden gekommen sind, hat schon ein gewaltiges Echo ausgelöst und auch viele, viele Sympathien innerhalb der Südtiroler Bevölkerung. Das war beinahe ein zentraler Punkt dann auch der weiteren Entwicklung in Südtirol. Und der Höhepunkt war natürlich dann am Herz-Jesus-Sonntag, wo es Land auf, Land ab gekracht hat, wo 38 Hochspannungsmasten und verschiedenes andere mehr in die Luft gegangen ist, auch eigentlich gut gelungen, weil es keine Schäden an Menschen verursacht hat. Leider Gottes dann am Tag darauf hat ein Straßenwächter in der Gegend von Salurm eine nicht hochgegangene Ladung auf einem Baum entdeckt und durch die Berührung hat er offensichtlich da den Mechanismus ausgelöst und musste sein Leben lassen. Das war ein bitterer Beigeschmack und das wurde allgemein natürlich bedauert. Aber es war jetzt natürlich die Weltöffentlichkeit auf Südtirol aufmerksam gemacht worden. In der ganzen Welt wurde darüber berichtet und es ist einiges in Gang gekommen. Deswegen muss ich auch sagen, wenn irgendein Historiker vielleicht meint, die Anschläge hätten keine Bewegung in die Südtirol-Angelegenheit gebracht und die Anschläge hätten nichts zu tun mit dem kleinen Erfolg, der sich dann eingestellt hat durch eine sehr verbesserte Autonomie, die wir dann bekommen haben, der irrt, es war wirklich notwendig, leider muss man sagen, notwendig, dass auch einmal durch solche Aktionen ein Fanal gesetzt wird, weil alles andere hatte bis dato nichts, auch gar nichts gefruchtet. Und es ist Bewegung hineingekommen. 19er Kommission, Verhandlungen um ein besseres Autonomiestatut, das dann im sogenannten Paket sein Ende gefunden hat und es ist ja dann effektiv eine entscheidend verbesserte Autonomie im Jahre 72, viel später erst, aber im Jahre 72 in Kraft getreten. Ja, aber die nach Österreich verbannten Freiheitskämpfer, Jörg Klotz und Louis Amplatz haben natürlich auch in Österreich keine rechte Ruhe gefunden. Es hat immer wieder Versuche gegeben, neue Aktionen zu setzen. Es hat auch Aktionen gegeben, die ihnen in die Schuhe geschoben worden sind, obwohl sie die italienischen Geheimdienste angezettelt hatten, auch mit Todesfolgen. Es war eine denkbar ungute Zeit.
Dann ist das Jahr 1965 gekommen. Auch 65 hat damit wieder begonnen, dass Jörg Klotz, soweit ich mich erinnern kann, im Jänner wieder einmal ein größeres Interview gegeben hatte, der italienischen Wochenzeitung Domenica del Corriere. Das hat auch wieder riesige diplomatische Dispute zwischen Italien und Österreich abgegeben. Jörg Klotz wurde dann auch verwarnt. Man hat ihm wieder mit der Konfinierung nach Wien gedroht. Und es ist dann, weil er natürlich auch gesagt hat, ihr könnt mich ja nicht einfach mundtot stellen, ist es dann auch wieder so weit gekommen, dass er nach Wien konfiniert wurde und sich dann dort wieder hat melden müssen. Zuerst jeden Tag, dann später einmal die Woche. Und dort haben wir uns natürlich wieder oft getroffen. Und der Jörg hat immer wieder etwas geplant. Und eines Tages ist er dann im Sommer 1965 gekommen und hat gesagt, du Bruno, ich habe einen Mann kennengelernt, der könnte für uns interessant sein. Du musst dabei sein, wir müssen mit ihm reden. Darauf haben wir uns mit einem Herrn getroffen, der uns dann auch in seine Wohnung nach Kaisermühlen eingeladen hat, einem Stadtrandkretzel von Wien. Und dort hat er in seiner Wohnung ein ganzes Studio eingerichtet, ein Aufnahmestudio, ein Studio für den Empfang von Sendungen aus aller Welt, ein Funkstudio oder wie man es nennen will. Und er war vom Fach, er war bedienstet auch beim österreichischen Bundesheer, im Abhördienst spezialisiert und so weiter. Ja, und dieser Ottmar, wie er hieß, der hat gesagt, er hätte auch einen Sender. Und das war natürlich eine goldene Melodie in den Ohren von Jörg Klotz, denn einen Sender, davon hatte er schon immer geträumt. Und jetzt kam es halt so, wie es kommen musste. Wir haben mit Begeisterung an der Idee eines Senders Freies Tirol gearbeitet. Und den Sender, die Technik hat, wie gesagt, der Ottmar, der vom Fach war, gestellt, zusammengebastelt, geliefert. Er wusste auch, dass das funktioniert, er hätte das schon ausprobiert. Aber um eine Sendung zu machen, sagt er, wir müssen ja mobil sein, müssten wir auch ein Stromaggregat haben. Ich weiß nicht, wie viel Strom. Ein gewisses Quantum Strom müsste halt erzeugt werden. Und es bräuchte ein exzellentes Tonbandgerät. Und er hat gesagt, das Beste auf dem Markt wäre das UH-Report 4000L. Und dann habe ich gesagt, das werde ich besorgen. Und der Jörg hat gesagt, er wird das Aggregat besorgen. Auch da wusste Ottmar, welches das praktikabelste wäre. Und das hat nicht 14 Tage gedauert, dann hatten wir diese Sachen. Ich habe über meinen Wiener Freundeskreis die ca. 3000 oder mehr Schilling gleich zusammengebracht und habe das UH-Report 4000L gekauft. Ich besitze es heute noch. Und dann sind wir daran gegangen, eine Pilotsendung zu machen. Und zwar in mehreren Sprachen. Auf Deutsch, auf Englisch, auf Russisch, Französisch und natürlich Italienisch. Den Text habe ich geschrieben für diese Pilotsendung, ein Aufruf, ein ziemlich markanter Aufruf. Aber der Jörg hat dann allerweil gesagt, das kannst du noch ein bisschen schärfer formulieren. Dann habe ich es ein bisschen schärfer formuliert. Damals hatte ich eine lebenswerte Studienkollegin, meine heutige Frau, Inga,
Und die habe ich eingeweiht, weil ich wusste, dass sie erstens sehr gut Englisch kann, zweitens auch Russisch belegt hatte auf der Uni und drittens, dass sie verlässlich und diskret war. Ich habe sie eingeweiht. Sie hat dann tatsächlich den englischen Text vom Deutschen ins Englische, den Text übersetzt und auch gesprochen. Ebenso den französischen, die Übersetzung besorgt, über ihren Vater, glaube ich, und gesprochen. Den russischen Text hat sie selbst besorgt, also vom Deutschen ins Russische übersetzt. Und den italienischen Text habe natürlich ich geschrieben. Und ich habe auch den deutschen Text gesprochen und den italienischen Text selber gesprochen. Aber da hat mir der Fachmann Ottmar gesagt, pass auf, und auch der Jörg hat gesagt, du, deine Stimme ist unverwechselbar, die haben dich holen sie sowieso manchmal zu einem Verhör, die haben dich in die Pfanne, sie kennen deine Stimme, erkennen sie gleich. Ja, dann habe ich eben nicht mehr die Texte gesprochen, den deutschen Text hat dann der Ottmar, der Bauer des Senders, selbst gesprochen und den italienischen, meine Frau, obwohl sie keine Ahnung hatte vom Italienischen, aber ich habe es ihr vorgesprochen und sie hat es dann sehr gut geschafft, den italienischen Text hinzubringen. Und so haben wir die erste Pilotsendung gemacht. Als Erkennungsmelodie hat meine Frau auf ihrem Hackbrett die Melodie vom Andreas Hofer-Lied gespielt und auch als sagen wir mal, Einstieg ist einige Minuten lang, so 2 Minuten lang, diese Melodie erklungen, damit man, wenn man den Sender gesucht hat, wusste, ah, jetzt sind wir auf der richtigen Wellenlänge. Und dann haben wir eine Pilotsendung gemacht aus der Nähe von Wien und auch dann so Ende November des Jahres 65. Dann in den ersten Dezembertagen eine zweite Sendung mit dem gleichen Text und mit der gleichen Aufmachung. Und dann ist der Sender, Anfang Dezember, ist der Sender dann nach Innsbruck gekommen. Und da hat ihn dann der Jörg, ich habe den Jörg damals, er hätte nicht nach Innsbruck fahren dürfen, auch den Jörg damals mit einem Auto der Firma Metzger-Prellinger, bei denen ich eben familiären Anschluss hatte, nach Innsbruck gebracht und der Jörg hat den Sender dann offensichtlich den Kreisen um Norbert Burger übergeben. Also das waren doch stark rechtsgerichtete Kreise und sie waren natürlich auch bei den österreichischen Verfassungsschützern als sehr extrem rechts eingestuft, wie ich mir damals habe sagen lassen. Die hatten den Sender, so viel weiß ich. Und haben dann auch die zweite Sendung, die wir in Wien vorbereitet haben, wenn es mich nicht täuscht, von Oberberfuss aus gesendet. Nun kommt eine Sache, die ich noch nie ganz hundertprozentig zu klären verstanden habe. Denn ich habe gehört, dass schon Anfang Jänner 66 die Nordtiroler Gruppe um Pfaundler, Clear, Molling sich den Sender unter den Nagel gerissen haben, indem sie ihn mit uniformierten Gendarmerie-Leuten, also sie haben sich als Gendarmerie verkleidet, sozusagen abgenommen haben, den Leuten, die ihn da hatten, abgenommen haben. Der Jörg hat mir später erzählt in Wien, er hätte ihn dem Foundlerkreis zugespielt. Nun, faktisch kommt beides auf dasselbe hinaus. Der Sender war dann in guten patriotischen Tiroler Händen, sprich in den Händen Foundlers, Clears und der Mollings.
Und hat noch einige Male gesendet. Diese Sendungen habe ich dann erst viel später im Internet dann hören können. Es waren dann meist so kurze Vorträge über die Situation in Südtirol. Bis in den Juni hinaus sind dann noch 5, 6 Sendungen, die man nachverfolgen kann, erfolgt. Und dann wird es wieder ruhig um den Sender. Ich bin der Meinung, dass der Sender dann aufgehört hat zu senden, und zwar weil der gute Landeshauptmann Wallnöfer, der ja Sympathien hatte für diesen Sender, was ich zufällig weiß, gesagt hat, jetzt seien wir schon so viel weit mit den Verhandlungen, jetzt ist es eher störend, wenn man alleweil dazwischen funkt. Und deswegen bitte ich euch, einmal aufzuhören mit dem Senden. So ungefähr dürfte er den Founder und den Clear ersucht haben. Und es wurde dann aufgehört mit dem Senden. Nur in Wien war der Besitzer des Senders, der Ottmar. Der hat natürlich zu mir und auch zum Jörg Klotz gesagt, bitteschön, kriege ich den Sender wieder zurück. Ich möchte den Sender schon wieder zurück haben. Der Sender kam aber nicht. Irgendwann einmal, da war ich zwischendurch wieder kurz in den Ferien daheim, so gegen Ende September, vielleicht Anfang Oktober des Jahres 66, stand vor der Wohnungstür meiner Hausfrau, wo ich mein Zimmer hatte, vor dieser Wohnungstür, es war eine Basena-Wohnung, stand neben dem Waschbecken, standen 4 Kartone. Ja, das seien für mich abgegeben worden, hat die Hausfrau gesagt. Ich habe gesagt, ja, wer hat denn die abgegeben? Ja, da waren 2 Herren da und die haben geklingelt und haben gesagt, das ist für einen Herrn Hosp, ob der Herr Hosp noch da wohnt. Ja, ist für einen Herrn Hosp. Da habe ich gesagt, wir werden mal schauen. Hab das in mein Zimmer hinein verfrachtet, einmal einen Karton geöffnet, da habe ich schon gesehen, was los ist. Der Sender war da. Ich habe sofort den Ottmar angerufen und habe gesagt, der Sender ist da. Ja, bitteschön, bring mal den Sender. Da habe ich dann wieder mit einem Auto, das ich da zur Verfügung hatte, fallweise von der Firma, von der genannten, habe ich das dem Ottmar nach Kaisermühlen hinausgefahren. Er hatte wieder seinen Sender und dann hat er gesagt, ja, aber das Tonband, das hast ja du besorgt, das gehört ja dir. Dann habe ich gesagt, naja, bitte, wenn du es nicht brauchen kannst, ich könnte es vielleicht schon brauchen, das kannst du noch gut brauchen, sag, aber das ist ein x tadelloses Gerät. Und das Aggregat, das gehört dem Jörg, das hat der Jörg besorgt. So war es dann auch. Ne? Der Jörg hat das Aggregat dann mitgenommen, hat es auch wahrscheinlich irgendwo wieder gebraucht. Und ich habe das Tonband und das habe ich heute noch, funktioniert heute noch, seine Erinnerung an den Sender Freies Tirol. Und dann war aus mit dem Senden. Wenn es da Stimmen gegeben hat, vereinzelt, dass im Jahre 67 irgendwann auch noch einmal als Sendung zu hören gewesen sei, dann muss das ein anderer gewesen sein, der einen Sender betrieben hat oder gehabt hat. Und das ist ja durchaus möglich, aber nicht mehr der Sender, der eben vom Ottmar in Wien gebaut worden war und der im Dezember 64 angefangen hat zu senden und etwa im Juni 65 aufgehört hat zu senden, nach ungefähr 8, 10, 12 Sendungen, so ungefähr. Ja, das war eine spannende Zeit. Mir natürlich ist es dann beschieden gewesen, wenn ich in die Ferien heimgefahren bin, manchmal schneller im Bozen zu sein als meine im Abteil am Brenner zurückgebliebenen Kollegen. Man hat mich zweimal eben am Brenner oben aussteigen machen, mit Sack und Pack untersucht und verhört. Einmal bin ich nach 2 Stunden mit dem nächsten Zug wieder weitergefahren am Brenner. Einmal bin ich mit Riesenkaracho nach Bozen gebracht worden und dort auf der Questur 2 Stunden verhört. Aber ich habe gesagt, ich treffe mich in Wien mit Klotz und Amplatz und ich vermittle ihnen das Gefühl der Heimat. Ich schaue auf sie, ich verpflichte mich zu humanitärem Handeln und das könnte man mir wohl wahrscheinlich unter keinen Umständen unterbinden.
Wahrscheinlich, weil ich das so offen gesagt habe, hat man mich dann wieder gehen lassen. Aber Verhöre habe ich dann natürlich schon öfter noch gehabt, aber direkte Dinge hat man mir auch nicht nachweisen können. Gefoltert bin ich nicht geworden, wie die armen politischen Häftlinge im Jahre 64. Aber natürlich bei gleißendem Licht zwei-, dreimal verhört, auch auf der Carabinieri-Station in Lemos am Ritten, wo wir natürlich immer wieder nach jeder Fahnenaktion oder auch wenn irgendein geringer Verdacht gewesen ist auf Beteiligung irgendwo, ist man halt verhört worden, aber das war auszuhalten. Und hat uns eigentlich bestärkt, dass wir einfach nicht dazugehören zu diesem Staat Italien. Danke.